Summer in the City 2014 präsentiert BAP auf dem Domplatz in Mainz. Das Programm für die Zieht-den-Stecker-Tour hat BAP-Frontmann und Gründungsmitglied Wolfgang Niedecken nach seinem Schlaganfall im November 2011 zusammengestellt. Ich hatte ein halbes Jahr Zeit, war ich aus dem Verkehr gezogen, musste einige Sachen wieder neu lernen und habe mich erinnert an eine Idee, die mein alter Freund Julian Dawson hatte, dass ich mal in Amerika mit amerikanischen Musikern mal ein Album aufnehmen sollte, was sich ausschließlich an meinen Songs orientiert und nicht irgendwie, wo sich Gott weiß, wie viele Leute in der Band verwirklichen wollen. Das ist der Gegensatz. Und da ich jetzt auf einmal diese Zeit hatte und sowieso nichts anderes lief, habe ich gedacht, okay, dann kannst du das jetzt mal machen und habe dann ein Album aufgenommen, wo ich die Geschichte von meinem Schutzengel und mir erzähle. Also wenn meine Frau mich nicht richtig reagiert hätte, würde ich hier vermutlich heute nicht stehen. Oh, alle Jahre, mit all der Unruhe in der Seele. Mehr als 2500 Fans gingen mit Niedeckens BAP auf dem ausverkauften Open-Air-Gelände auf eine musikalische Weltreise mit veränderten Arrangements und neuen Klangfarben. Laut Programmankündigung verwandelt sich Wut in Melancholie und Hochstimmung in die leise Zuversicht, dass doch noch alles gut wird. Ist Niedecken desillusioniert? Das habe ich schon in verdammt lang her geschrieben. Also desillusioniert war ich schon in diesem damals zarten Alter. Also ich mache mir keine Illusionen, wirklich nicht. Also ich sehe auch keinen großen Grund zur Hoffnung. Und trotzdem, Luther mit seinem Apfelbäumchen hat schon recht. Soll heißen, pflanze heute ein Apfelbäumchen, wenn du weißt, dass morgen die Welt untergeht. Und danach hat sich Niedecken im übertragenen Sinne gerichtet. Ja, ich habe verschiedene Apfelbäumchen gepflanzt. Ich habe 4 Kinder in die Welt gesetzt. Ich habe eigentlich alles gemacht, damit es irgendwie weitergeht. Ich versuche, nach dem kategorischen Imperativ zu leben. Ein BAP-Konzert macht Niedecken selbst glücklich. Wenn ich merke, dass was vom Publikum zurückkommt, wenn es hin und her fließt, wenn ich in den Gesichtern der Leute lesen kann, ob sie bewegt sind, ob sie nicht bewegt sind, in jeder Richtung, ob sie mitleiden, ob sie mitfeiern, ob sie in der Lage sind, zu begreifen, was wir da oben auf der Bühne treiben. Das sind ja teilweise Leute im Publikum, die schon 14, 15 waren, als sie das erste BAP-Konzert besucht haben. Und das sind mittlerweile Eltern, die teilweise ihre Kinder mitbringen. Und die haben uns die Treue gehalten. Und das verpflichtet natürlich.